Okay, das ist die Stadtrallye. Habe ich hier nicht erwartet. Der Wagen ist blau, habe ich auch nicht erwartet. Ich dachte, er wäre schwarz. Wieso fährt er denn immer wieder über diese Dünen? Das ist doch taktisch einfach nicht sinnvoll. Obwohl. Ja, es klappt gegen mich. Aber jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Ich darf das, ich bin im Auftrag der Sicherheit hier. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Crew im modernen Lamborghini. In der letzten Folge habe ich es ja angedeutet, ich mag die neuen Lamborghini. Sind zwar Audis, aber ich glaube, die lassen Lamborghini immer noch ihr Ding machen. Denn die Audis sehen nicht so schön aus, nach meinem Geschmack. Ist ja alles subjektiv. Wir sind immer noch hier tief in Florida. Ich glaube, bei Miami, in Miami, ich habe nicht drauf geachtet. Mit dem Lamborghini Aventador 7 LP700-4. Und im Hintergrund frisst eine Katze Breckis. Den Service kriegt ihr nur bei Gato Loco. So, wir fahren jetzt los. Ich wollte mal kurz gucken, innen drin. Guck mal, im Tacho steht Corsa, das ist ein Opel. Nein, Corsa heißt Rennen. Ist ziemlich lustig, dass Opel sein Auto so genannt hat. Ist nicht der größte Renner. Aber ist okay. Ja, hier drin sieht es aus, als ob man hier mit Sicherheit ein Fischbrötchen essen möchte. Ich fasse auch alles nur mit Handschuhen an. Da vorne ist die Mission. Aber ich will mal gerne... Die Innensicht finde ich richtig schön, nur für Rennen ist sie unpraktisch. Ich denke, ich werde mal wieder... Wow! Der ist nicht auf Level 1000. Oh, das ist interessant. Der fährt unglaublich schnell. Das Schöne ist halt auch, der hat auch Allrad. Den werden wir noch leveln. Ich weiß nicht, ob in dieser Folge... Aber in den Level-Rennen können wir dann auch mal ein bisschen Innenansicht uns gönnen. Falls Leute das mögen. Und nein, ich fahre nicht mit Lenkrad. Ihr kennt mich. So. Beängstigende Symmetrie. Wenn du Cam retten willst, musst du dich ranhalten, Alex. Okay. Ich mag die Menge an Text. Aber ja. Ich weiß, wie Coburn tickt. Du musst schnell Cam erreichen. Es geht tatsächlich darum, unseren ehemaligen Gegner davor zu schützen, dass er von der Polizei getötet wird. Für die wir eigentlich arbeiten, aber das geht halt echt nicht. Dann, ich meine, dadurch wird dann Coburn ja zu dem gleichen, was Cam war, und zwar zu einem Mörder. Und man sollte niemals zu dem werden, dass man verachtet oder dass man, ja, dass einen stört. Ansonsten hatte mich das, ich sag mal, das Böse gewonnen. Ich meine, gegen was kämpft man dann noch, wenn man genauso wird? Jetzt aufpassen, ein Schulbus unterwegs. Wir sind immer noch lackschadenfrei unterwegs, jetzt, da ich das gesagt habe. Ach, das ist einfach ein Checkpoint-Rennen. Ich erwarte die ganze Zeit um nächste Kurve, dass ich irgendwas erreiche, mit dem ich interagieren muss. Aber wie gesagt, ich habe zu viel GTA gespielt. Ich denke, das ist einfach ein Checkpoint-Rennen. Mit der Entschuldigung, dass wir jemanden erreichen wollen. Den jungen Mann habe ich nicht umgefahren. Nein, nein, nein. Das ist der Strand. Ist auch schön, aber das ist nicht das, was ich hin wollte. Okay. Ich habe es jetzt gerade auch gesehen, der fährt den Heckspoiler aus. Ab wann ist das? Ich glaube, so ab 80 oder so. Hm? Ich finde es immer wieder lustig. Hier der Audi A7 zum Beispiel hat ja auch so einen Heckspoiler, der rausfährt ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Und ist ja wirklich funktional. Und ganz ehrlich, er sieht doof aus, meiner Meinung nach. Und ich habe schon öfters gesehen, dass Leute dann diesen Heckspoiler, ich weiß nicht, ob man das einfach einstellen kann oder ob die dafür Heißkleber brauchen, aber dass der Heckspoiler dauerhaft draußen ist, dann parken die mit ausgefallenem Heckspoiler und das sieht so... Ich finde, das sieht so albern aus. Klar, es ist dein Auto, hey, mach was du willst, solange niemandem damit schadet. Viel Spaß. Aber das ist dann so, guck mal, ich habe einen Heckspoiler, der gerade nichts macht, außer dass direkt in die Mechanik da drunter kommt. Deswegen finde ich es schön, dass der hier keinen Heckspoiler hat, wenn er langsam fährt. Ich könnte einen draufbauen, aber will ich nicht. Denn Lamborghini wird sich was gedacht haben bei dem Heckspoiler. Ich meine, da arbeiten ja auch nicht nur Loco-Ingenieure, sondern welche, die wirklich was gelernt haben. Das fand ich sehr schön gerade. Der Reifenhändler mag diesen Trick. Also der Wagen fährt sich wirklich... Moment. Der Wagen fährt sich wirklich gut.
wenn man ihn im Griff hat. Ich bin sehr zufrieden mit den Autos, die ich hier habe. Ich sehe aber auch gerade, dass ich den schon ziemlich getuned habe, denn der hat 127 Meilen schon auf dem Tacho. Ne, Kilometer. Das bedeutet, ich bin mit dem schon ziemlich viel rumgeblickt. Was genau habe ich jetzt getan? Ah. Und hast du ihn? Ja, aber Kobolds Jungs waren schneller. Ich fahr hinterher. Okay. Ganz ehrlich, das wäre auch meine Wahl gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Auto habe. Aber wir fahren hier einen alten Camaro und wer Camaro das ja antut, ganz ehrlich, der gehört hinter Schloss und Riegel. Ja, bitte bremsen Sie doch nicht, wenn ich auf Sie zufahre. Danke. Ja. Aber den Jeep Cherokee im alten Camaro auf Rally Dakar getrimmt zu jagen, das gefällt mir. Soll ich ein bisschen rammen oder so, ne? Allerdings ist jetzt offensichtlich, dass ich gegen Kobolden arbeite. Das ist eine interessante Strategie. Was, wo ist er jetzt lang? Na! Oh. Was? Psychiater? Okay. Das ist die Stadtrallye. Habe ich hier nicht erwartet. Der Wagen ist blau. Habe ich auch nicht erwartet. Ich dachte, er wäre schwarz. Wieso fährt er denn immer wieder über diese Dünen? Das ist doch taktisch einfach nicht sinnvoll. Obwohl. Ja, es klappt gegen mich. Aber jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Ich darf das. Ich bin im Auftrag der Sicherheit hier. Außerdem bin ich geprüfter finnischer Rallyefahrer. Also sind Sie sicher, wenn ich durch Ihre Strandpromenade fahre. Überhol mich nochmal. Du bist hinter mir. Das klappt so nicht. Oh oh, ich sollte ihn langsam mal erwischen. Die Zeit läuft, glaube ich, ab. Nochmal, Alex. Weiter an, Alex. Okay. Uff. Das war knapp. Ich weiß nicht, ob man das in Zeitlupe zeigen sollte. Das sah albern aus. Warum hast du riskiert, mich zu retten? Später, nichts wie weg. Warum hast du riskiert, mich zu retten? Ich glaube, er wollte was anderes sagen. Okay. Und zurück in das unauffälligste Gefährt in der Stadt. Festhalten, die hänge ich ab. Du arbeitest. Noch vor der Popo abhauen. Da lang, da lang. Okay, wir sind zumindest schon mal aus dem roten Kreis raus. Distanz aufbauen. Hier kommt die Katerjagd jetzt zum Tragen. Das ist praktisch. Außer, dass ich mich nicht an die Verkehrsregeln halte. Wieso war dein Fußgänger mitten auf der Straße? Das ist doch nicht sicher. Leute. Lauft nicht einfach so über die Straße, weil es könnte sein, dass ein Lamborghini mit 280 ankommt. Also ich hoffe nicht. Sich umfällt. Kupfer? Nee, Bronze. So, ich habe dich gerade gerettet. Wir haben die Polizei gerahmt. Wir haben alles erledigt. Lass uns aber eben einen Auspuff unter das Auto schrauben. Den habe ich nämlich gerade am Strand gefunden. Ich weiß Bescheid, Kleiner. Ja? Du bist hinter Schiff her. Stimmt's? Schätze, das ist kein Problem für dich. Nicht, wenn du mir eins versprichst. Lass ihn leiden. Ja, was haben wir denn hier? Schiff. Ein V2, den keiner kennt, löst Erics Finanzprobleme und macht sich dann auf, den Süden zu zähmen. Alter Schwede, das nenne ich mal Eigeninitiative. Schiff? Kennen wir uns? Noch nicht. Nun, vielleicht, wenn du deinen Schwachmaten ranglos bist, Bro. Sagen wir, ich genehmige dein V4, aber das hat seinen Preis. Die Five Tens in Vegas haben jede Menge Probleme. Regle das und du hast meine Aufmerksamkeit. Okay.
Wir können auch die Verfolgungsjagd annehmen. Das war knapp. Ich habe es echt gehofft, dass wir es noch schaffen. Das müsste noch geklappt haben. Denn auch wenn die Polizei hier fleißig rumbackt, können wir damit leveln. Das ist schwierig, solche Autos zu überholen. Was ist denn? Okay. Ich hab's nicht verstanden. Aber ich habe ein Stück Ruf gewonnen. Das ist okay. So, jetzt möchte ich aber noch eine richtige Verfolgungsjagd. Nicht, dass ihr euch gerade darauf gefreut habt und dann dachtet ihr euch genau wie ich so. Was war das? Wir sollten uns treffen. Du bist also Schiffsmann in Vegas, ja? Fahr zu dem Auto, wo du spielst und alles wird aufgeklärt. Alles wird aufgeklärt. Auch wann die nächste Karte ja kommt. Gut. Also, wir sind V4. Ich weiß nicht, müssen wir 6, 7... Nee, 6, nein. 5, 6, 7 zählen mit Loco. Auch alle schaffen oder ist das nächste V6 und V8, weil das quasi ist wie Motoren? Auf jeden Fall sind wir eine Stufe näher dran. Die Südstaaten sind jetzt... ich weiß nicht, unter unserer Kontrolle. Ich verstehe sowieso nicht, wie das System funktioniert. Also das sind Street Racer irgendwie und die machen ganz böse Sachen noch zusätzlich. Und deswegen haben die quasi meinen Bruder auf dem Gewissen und ich will... Will ich den eigentlich rächen oder retten? Ich habe ein bisschen Überblick verloren. Hauptsache ich fahre schnelle Autos. Jedenfalls gab's diesen Cam im Süden, der irgendwie das Sagen hatte. Und weil der jetzt von der... Wow! Okay. Das habe ich nicht erwartet. Wo ist denn hier eine Straße? Irgendeine. So, also weil die Polizei diesen Cam jetzt ausgeschaltet hat und wir ihn gerettet haben, irgendwie sind wir jetzt an seiner Stelle, verlassen aber die Staaten, weil Polizeiautos sind so gut in dem Spiel, weil wir ja jetzt nach Vegas wollen. Das ist ja Ende der Welt von Miami aus gesehen. Wie genau funktioniert diese Hierarchie und auf was basiert die, wenn ich den Staat verlassen kann, aber immer noch der bin, der das Sagen hat, aber mit niemandem überhaupt rede? Okay. Ich weiß gerade echt nicht, ob die Polizei schon immer so aggressiv war. Aber das ist gerade heftig. Puh. Okay, aber das ist die Action, die ich für euch haben wollte in Verfolgungsjacken. Und jetzt gebe ich euch auch die Innenkamera, die ich euch versprochen habe. Gucken wir, ob ich damit klarkomme. Oh, vielleicht komme ich mit der besser klar als mit der normalen. Der Kerl glaubt, er entkommt einem Heli. Gehört und verstanden. Tacho sieht irgendwie lustig aus. Ich weiß nicht, ich bin so normale Tachos halt gewohnt von normalen Autos und das sieht aus wie aus dem... Als hätte das der 14-jährige Loco designt. So, und jetzt hier abbiegen. Ist immer ganz gut, die direkt vor so einer Abbiegung auszuschalten. Weil sie einen sonst eindeutig daran hindern. Oder schlimmer, in die falsche Richtung katapultieren. Wie schnell sind wir jetzt? Ja, 330. Eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Es ist interessant, dass ich treffe Punkt und Komma für diese Wächter- und Angriffaktivitäten. Ziemlich intuitiv. Wenn ich ein bisschen Übung habe wieder im Spiel. Ansonsten muss ich erst auf die Tastatur gucken, ist ungünstig. Das ist eine Straßensperre. Da lang. Na, das ist ein Baum. Bäume sind echt stabil. Uff. Okay. Aber der Wagen bringt durchaus Spaß. Oh, hallo. Ich habe Geleitschutz. Der fährt einfach mit mir. Gut. Fühle ich mich doch gleich sicherer. Ich traue diesem State Trooper da längst nicht. Der sieht gefährdend aus. Ich versuche mal... Wow. Alter. Als ob die meine Gedanken lesen. Gerade als ich Nitro drücke, rammt der mein Heck.
Ein Nitro-gestütztes Pit-Manöver. Ich muss auch sagen, es sind in letzter Zeit einige, also momentan sind einige dieser Missionen mit Performance-Fahrzeugen auszuführen. Ich hoffe, ich habe genug, um euch ein bisschen Vielfalt zu bieten. Ansonsten nehme ich einfach die, die mir am besten gefallen und die am besten fahren. Aber tatsächlich mal wieder ein Rennen zu fahren wäre interessant. Obwohl, das eine war ein Rennen. Das gegen Cam. Okay, wir haben es geschafft. Puh. Sehr schön. Oh, das wäre jetzt schon ein bisschen anstrengend. Ich denke, für diese Folge gucken wir jetzt nochmal nach einer Mission. Damit wieder weiterkommen. Oh, hier gibt es eine Sehenswürdigkeit. Die sehen wir uns an. Chicago Water Plant. Wie bin ich denn von Miami nach Chicago gekommen? Jetzt habe ich mich auch verfahren. Also hier ist das... Das ist die Wasseraufbereitungsanlage in Chicago. Mit dem größten Fidget Spinner der Welt. Da links das Hochhaus. Nein, das Video ist nicht so alt. Ich erinnere mich nur noch einfach an Fidget Spinner. So. Ja, darf ich bitte da raus? Denn ich möchte in die Karte... Ich mag die Rückleuchten von dem Auto. Navy Pier. Kommt man da drauf? Ja. Kommt man. Das ist ja cool. Was ist das denn hier? Ach so. Ja gut, das ist ein Riesenrad. So sehr Militärsperrgelände ist das hier nicht. Außer das ist ein taktisches Riesenrad, das weiß ich nicht. Ich wollte gerade geradeaus einfach runterspringen. Ist immer noch nicht GTA Online. Wagen habe ich ein bisschen an den Toreador erinnert. Waterpark. Also hier kann man einfach einmal drum rumfahren. Oder auch gegen. Die einzige Grenze ist die eigene Fantasie. Und die, der Tankfüllstand. Ich denke, da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Yay, es fängt an zu regnen. Ich bin mal nicht im Cabrio, das ist schön. So, was ist das hier? Ach, wahrscheinlich geht es genau darum. Navy Pier, ja. Gut, dass Fett Waterpark dran steht. Vielleicht war das mal Navy Pier. Und jetzt ist das so ein Freizeitpier. Da ist ein Theater, ein Riesenrad. Gibt's was zu essen? Gibt's bestimmt Schlippscheife, Frühstücksflocken to go. Okay. Jetzt aus dieser Ansicht rausfahren. Ja, ja, Polizeiüberwachung, beruhig dich doch mal. Hier, da ist der Fidget Spinner. Hat er jetzt nach Nevada, hat er gesagt. Ne, ich guck noch mal hier, aber hier ist tatsächlich nichts. Nicht Nevada, Las Vegas. Oh, wir könnten... Ja, ich denke, das ist vernünftig. Wir... Oh, Straßenfahrzeuge brauchen wir da. Das ist interessant. Ich setze mal einen Wegpunkt. Wir hatten länger keinen Roadtrip mehr. Und das bietet sich gerade sehr gut an. Was haben wir denn an Straßenfahrzeugen? Vielleicht was, was wir noch nicht hatten. Und was nicht ein Mini Cooper ist. Weißt du was, das finde ich... Nee, es regnet. Das Motorrad wäre jetzt ein bisschen doof. Dodge Ram. Uff. Ford Mustang GT Fastback, den hatten wir auch länger nicht mehr, ne? Oder den Camaro? Vespi? Chevrolet oder Ford? Gutes Mädchen. Gut. Dann haben wir den Camaro. Roadtrip im 69er Camaro. Ich wundere mich immer wieder, dass der Wagen immer noch so aussieht, weil ich es irgendwie auf Dauer gar nicht so schön finde. Vielleicht sollte ich den doch mal umlackieren für die Leute, falls sich Leute fragen, warum zum Geier Loco den Camaro gelb lackiert hat. Oh, Moment, hier rechts die Sehenswürdigkeit, die nehmen wir mit. Der sollte mal Roadkill googeln, denn deren Camaro ist in der gleichen Farbe. Streeterville. Das sieht auch aus so nach dem Klischee, das ich kenne von Chicago-Wetter. Es regnet auf die Kamera. Okay. Der Camaro müsste, seitdem wir ihn das letzte Mal gesehen haben, auch einiges an Leistung dazu bekommen haben. Glaube ich jedenfalls. Er ist immer in Level 1158. Ich gehe mal mit der Kamera nach drinnen, denn draußen, wie gesagt, regnet es.
Ich hätte Bremsen einbauen sollen. Entschuldigung. Es steht sogar auf der Tür Camaro. Cool. Also, ja. Normalerweise gibt es Roadtrips mit neuen Autos. Ich habe gerade kein neues Street-Auto. Außer der Dodge Ram, mit dem sind wir noch nicht gefahren. Aber ganz ehrlich, ich finde diesen Dodge Ram mit diesem Heckflügel... Für meinen Geschmack ist er nicht schön. Ja, dann haben wir noch das Indian-Motorrad, was ziemlich cool ist. Aber ich will jetzt im Regen nicht Motorrad fahren. Deswegen wuseln wir uns erstmal mit dem Camaro ein bisschen durch. Falls das Wetter aufklart, können wir ja vielleicht das Motorrad aus dem Kofferraum holen. Hier ist noch eine Sehenswürdigkeit. River District. Sightseeing mit Loco. Sehr schön. Denke ich. Okay. Wie weit haben wir zu fahren? 53 Kilometer. Oh, das ist gar nicht mal so wenig. Ich hoffe, wir kommen auf eine schnelle Straße. Könnte es sein, dass wir die nächste Mission in der nächsten Folge machen? Haben? Nicht machen. Und aber wir werden noch den Roadtrip hier mit reinpacken. Das finde ich irgendwie immer wieder schön, mit euch einfach mal eine Runde zu fahren hier. Ohne... Guck mal, Camaro treffen. Ohne den Druck... Drück doch einfach Escape. Mann. Ohne den Druck zu haben, ein Rennen gewinnen zu müssen. Also ich meine, wir könnten uns theoretisch auch in den Verkehr eingliedern. Aber dann fühlen sich diese 53 Kilometer tatsächlich nach 53 Kilometer an, fürchte ich. Oh, hier ist ein Autowrack in der Richtung. Entschuldigung. In der Richtung weiter. Ihr seht das unten rechts, dieser Schirm, da wo am meisten Farbe ist. In der Richtung ist das Wrack. Toll, jetzt bin ich im Feld und sehe nichts. Der Sicht sehe ich nicht mal mehr. Da in der Scheune. Sehr schön. 7 von 20. Ich habe noch keinen dieser Hot Rods komplett gefunden. Das ist ziemlich schade. Oh, ich glaube, das wird das Wetter gerade besser. Ja, das Wetter ist besser geworden. Deswegen... ja, dann packe ich jetzt das Motorrad aus dem Kofferraum aus. Vielleicht komme ich da auch ein bisschen besser durch den Verkehr. Fahre nicht gegen jeden zweiten modernen Camaro. Und schon seht ihr meine wunderschöne Lederjacke. Ich habe ein bisschen auf Alter, ja. Motorradbilder gehofft. Wer diese Ansicht haben will in The Crew, der muss dafür Folgendes drücken. Richtig, gar nichts. Denn mit der Zeit wird das einfach so angezeigt. Das finde ich sehr schön. Ja, das Motorrad haben wir jetzt. Ich habe tatsächlich schon Geld reingesteckt und es ist auf Level 725. Ist ziemlich fancy, muss ich sagen. Ich bin nicht der größte Motorradfan und ich kenne mich auch nicht aus. Aber ich glaube, ich habe das bei den Verfolgungsjagden gewonnen. Und wie ihr seht, kann ich wirklich gut damit umgehen. Die Rückspiegel funktionieren nicht. Doch, doch, es ist nur unscharf, okay. Und da cruisen wir damit jetzt nach Vegas. Da hinten ist eine Sehenswürdigkeit. Wir nehmen jetzt aber nicht jede mit. Sonst brauchen wir wirklich ewig. Mit dem können wir auf jeden Fall schön hier so durch den Verkehr schnubbeln. Und natürlich hat dieses Motorrad aus den 50ern auch Nitro. Klar. Völlig normal. Wie schnell sind wir jetzt? 250. Das ist, glaube ich, nicht schlecht für das Ding. Und hier sehen wir auch ein bisschen mehr. Nein. Ich will jetzt an keiner Verfolgung teilnehmen. Wir sind auf 260. Der hat auch erst 9,3 Kilometer auf der Uhr, der Wagen. Das bedeutet, ihr seid wirklich dabei, quasi bei der Jungfernfahrt. Die 9,3 Kilometer kommen vermutlich zum Tuner fahren und dann wieder in der Garage stellen. Der Tacho ist voll im Anschlag da unten. Ich frage mich auch gerade, ob das wirklich ein altes Motorrad ist, denn der hat in dem Tacho, der auf dem Tank sitzt, eine Menge fancy Anzeigen und ein Starterknopf. Ich glaube gerade eher, dass... Oh ja, Motorrad könnte man das ja auch mal versuchen mit dem Pylon. Ich glaube eher, dass das eine moderne Interpretation eines alten Designs ist. Vielleicht kennt sich ja jemand mit aus und mag es mir in die Kommentare schreiben. Denn wie gesagt, Motorräder kenne ich nicht aus. Den kriege ich nicht.
rechts herab. Na, komm schon, nein! Doch, ja. Das ist aber ganz schön enger Slalom. Vielleicht sollte ich einfach nicht so schnell fahren. Sup. Und sup. Und in der Kurve ist fies. Obwohl, das geht. Ist schaffbar gestaltet. Das ist schön. Oh, wir sind gleich schon auf Silber. Oh, 4 Sekunden. Gold. Ja. Gold ist gut. Oh, Platin sogar. Nice. Da gewinnen wir was für das Ding. Was bauen wir ein? Bremsen. Jo, da komme ich während der Fahrt dran. Ist okay. Ich finde es so schade, dass wir jetzt gebremst werden. Wieso muss er dafür anhalten? Obwohl, er hat Bremsen eingebaut. Wieso muss er dafür anhalten? Das ist eine gute Frage. Das ist aber wirklich hübsch hier, die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber das waren ziemlich große Tiere. War das Büffel? Was ist das? Da kommen Statuen rum und ich komme mit meiner Tastatur nicht so gut klar. Ich mag die Ego-Perspektive beim Motorradfahren sehr gerne, denn sie ist wirklich beängstigend. Und ich finde es dadurch auch ein bisschen spannender. Einfach durch diese Beängstigung. Denn im wirklichen Leben möchte ich niemals so Motorrad fahren und erst recht nicht, wenn da so viel Wasser auf der Straße ist. Und vor allem auf allen Spuren gleichzeitig. Das ist hier wirklich gefährlich. Aber in so einem Spiel kann man das dann mal erleben und einfach Spaß haben. Das finde ich schön. Das ist ja der Faszination von Computerspielen. Was ist das hier? Tempotest. Boah! Nee, Nitro habe ich nicht. Sieht aber ganz gut aus, glaube ich. Da ist noch ein bisschen Nitro. Ist das die Goldmedaille? Nein? Keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich ein weiterer Test. Also 230 fährt aus eigener Kraft hier gerade. Und hier kommt Schneelandschaft. Ich hoffe, die Straße ist geräumt. Sonst wird das mit dem Motorrad weniger witzig gleich. Schneelandschaft vor allem. Als ob ich in Minecraft ein neues Biom betrete. Platin! Es läuft doch. Neues Getriebe. Schwupp. Okay. Noch etwas über 30 Kilometer. Die Straße ist einigermaßen geräumt. Es dürfte ziemlich kalt sein, fürchte ich. Deswegen sehen wir mal zu, dass wir schnell durch das Schneegebiet durchkommen. Aber ist auch logisch, hier diese Mountain States oder was das hier sind. Liegen ja da quasi zwischen. Obwohl. Ich hätte eher gewartet, dass wir durch den mittleren Westen fahren. Ach nee, ich bin ja schon bis nach Chicago hochgefahren. Ich war ja gar nicht mehr in Miami. Voll den Überblick verloren. Fleißige Abbiegung. Wird fleißig abgebogen, meine ich. Fleißige Abbiegung. Die sind so fleißig. Den ganzen Tag verwirren die Lokos. Bums. Oh, hier auf dem Freeway. Ja, das ist gut. Schön nach Schulterblick, hinten gucken und gib ihm. Hier sind wieder diese, geht man die Außenansicht, da sieht man auch nicht viel mehr. Diese wirklich faszinierenden Straßen, die komplett stellst stehen, die quasi durchgängig eine Brücke sind. Finde ich faszinierend. Das muss Mordsarbeit gewesen sein, das zu planen und dann hinzubauen. Und das in so einer Umgebung. Das, bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten musste. Die Goldmedaille überholt uns. Ja, war zu erwarten, oder? Oder? Nee, warte. Gold. Gold ist gut. Ich hab gedacht, Platin war direkt dahinter, ne? Ist Gewichtsreduktion gewonnen. Mit anderen Worten, ich habe meinen Rucksack verloren. Ey. Was schön, wir leveln unser Motorrad auf dem Weg nach Vegas. Bietet sich ja sogar an, das Motorrad auch direkt dazu nutzen, denke ich. Wenn dann noch Sprit da ist. Es zieht sich ein bisschen, aber guck mal da. Voll schön und so. Ich habe richtig Lust auf Schnee gerade. Obwohl. Eigentlich wäre Sommer auch mal wieder nice.
260 km/h auf so einem Motorrad. Ich weiß nicht, ob das dafür gedacht ist, aber... Hey. Ohne Licht im Tunnel fahren ist auch nicht so gedacht. Ist der Tacho rot beleuchtet? Das sehe ich jetzt erst. Ist ja cool. Ach ja, was natürlich auch eine interessante Frage dazu ist, wenn das hier die moderne Interpretation eines alten Designs, eines Motorrads aus den, keine Ahnung, 40er, 50ern ist, vielleicht sogar 30ern, wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus, den Effekt mag ich, dann ist von mir die Frage auch, gibt es noch neue Indien-Motorräder? Ich kannte Indien immer nur so als, also das, was ich davon bekommen habe, als uralte Motorradmarke, so als ob es jetzt ein neues Auto von Nash oder keine Ahnung, Hudson gäbe. Und Firmen, die es halt wirklich nicht mehr gibt. Also im Prinzip ist es mir eigentlich egal. Aber ich wundere mich einfach nur. Ist das der Gashahn zu? Beschleunigt nicht mehr. Doch, er klingt nur anders. Okay, klar. 25 Kilometer. Vorne ist ein Flugzeug. Meine Hände sind mit Sicherheit schon festgefroren mittlerweile. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange im Schneegebiet sind. Dann hätte ich vielleicht doch ein Auto gewählt. Ist das? Oh. Oh, hier geht's bergab. Nach 300 km/h. 310, 320. Das ist ein Auto. Das war Glitzer. Das waren keine Funken, weil ich den gestriffen habe. Nein, nein. Was ist jetzt los? Wieso wird's auf einmal dunkel? Es liegt hoffentlich nicht am Wetter. Alter. Also so manche Crashs in diesem Spiel sind hart untertrieben. Was aber ganz gut ist. Ich meine, es ist Arcade. Es ist kein Simulator. Oh, ich habe nicht auf die Straße geguckt. Wo habe ich hingeguckt gerade? Achso, genau, auf das Level. Wenn man sich selbst fragt, wo man gerade eben noch hingeguckt hat. Auf jeden Fall kriegen wir gerade gut Strecke hinter uns. Schon wieder 5 Kilometer... hinter uns gelassen. Wenn man hier auf der Hälfte der Strecke keinen Sprit mehr hat, ist das aber auch okay, ne? Ich meine, dann geht's ja nur noch bergab. Kann man hier runterrollen. Dann sind wir bald in Vegas. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Vegas wieder. Und sehen mal zu, dass wir da aufräumen können. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich dachte jetzt auch Cam wäre ganz oben, aber Cam war der Typ in den Südstaaten. Wer ist jetzt Schiff? Ich weiß halt echt nicht mehr, wer der ganz oben ist. Also ich vermute, es ist Schiff, denn er hat ja gesagt, V4 lasse ich dir jetzt noch durchgehen. Das bedeutet, ich bedrohe ihn jetzt nicht als nächstes. Denn wir müssen ja bis V8 aufsteigen. Beziehungsweise V8 ist der Typ, an dem wir ran wollen. Weil er doof zu unserem Bruder war. Weil das hart untertrieben ist. Können wir uns hier abbiegen? Ja. Ja. Ich bin so festgefroren, wenn ich mit der Hand an das Auto komme, dann fliegen da auch Funken. Jetzt sind wir in... keine Ahnung. Christmas Town? Hier liegt Schnee. Mehr weiß ich nicht. 14 Kilometer vor Las Vegas liegt natürlich oft Schnee. Ich will ja gar nicht mehr gehen. Ich finde es ja toll, dass die gesamten Vereinigten Staaten in dem Spiel drin sind. Natürlich in kleinerem Maßstab. Daher sind wir auch 14 Kilometer vor Vegas und wechseln von Schnee zu Grün. Einfach so. Es ist quasi ein bisschen wie Minecraft, nur mit Autos. Und leicht besserer Grafik. Das war nicht geplant. Wo bin ich? Okay. Das ist schon ein bisschen falsch, dass ich noch auf dem Motorrad sitze, oder? Aber ja, das ist schön. Man kann quasi durch die ganzen USA fahren, auf einem kleinen Maßstab. Das ist toll. Und ich wollte sowieso schon länger mal mit dem Motorrad hier quer durchs Land fahren. Und so ist es auch, hat es gleichzeitig auch einen Nutzen. Können wir das nochmal fahren vielleicht? Ist das ein Geschwindigkeitstest wieder? Das sollten wir hinkriegen, den haben wir bisher immer sehr gut hinbekommen. Ich versuche mal nicht gegen alles Mögliche gegenzufahren.
Der war auf Bronze bestanden. Können wir verbessern. Man sollte viel öfter quer durchs Land fahren, statt sich immer zu teleportieren, weil... Ich meine, klar geht's dann schneller. Aber in dem Spiel geht's ums Fahren. Wieso soll ich dann vermeiden zu fahren? Ah, Silber. Schade. Fast Gold, aber halt auch nur fast. Egal, wir kriegen neue Reifen. Die hebe ich eben drauf. Ich habe ein Taschenmesser dabei. Jetzt fängt's wieder an zu regnen. Ah, wir sind ja fast da. Vielleicht tauche ich dann wenigstens ab. Okay, da vorne ist Las Vegas. Viva Las Vegas. Ich glaube, auf dieser Straße war ich auch ziemlich oft. Eine Zeit lang habe ich mich... Ah, ja, natürlich. Als ich das, den Polizei-Impala von 67 gelevelt habe, war ich in Las Vegas. Deswegen war ich auf dieser Straße sehr viel unterwegs. Vermute ich. Ich kann mich an einige Outtakes von hier erinnern. Die Polizei produziert die ganze Zeit Outtakes. Ich habe es vorhin gesehen. Die sind zum einen sehr rabiat und zum anderen... Ganz schön buggy. Naja, weil es während des normalen Rennens passiert ist. Ich dachte, so als Outtake. Nein. Es könnte sein, dass es noch in die Outtakes zusätzlich reinkommt, weil es einfach so schön ist. Erstmal. Ja, Vespi sitzt hinten auf dem Motorrad mit drauf. Also das Ding hat zwar tatsächlich sowas wie einen Pferdesattel als Sitz. Aber die schafft es nicht, ist eine Fledermaus. Sie sitzt im Nacken und isst Joghurt. Aus meiner Kapuze. Okay, 2 Kilometer, wir sind fast da. Ich hätte echt gerne noch die nächste Mission in dieses Video gepackt, aber dann wird es zu lang. Außerdem ist es ein guter Schnitt. Wir haben in dieser Folge Cam, ich glaube, besiegt und gerettet. Nein, nur gerettet. In der Folge davor haben wir ihn besiegt. Genau, wir haben ihn gerettet. Aber nur ist gut, denn es ist gut. Achso, ich muss die Ziele auch treffen. Hä? Alter! Was ist das für eine Strecke? Und dann haben wir einen Schnitt zu Las Vegas, einem komplett neuen Bereich in der Story. Ist schön, dass tatsächlich Fetzen von diesen Dingern durch die Gegend fliegen, wenn ich da durchfahre. Das ist völlig normal. Die schrauben solche Zäune extra nie zusammen für den Fall, dass einer durchfahren muss. Vor allem diese Herausforderung habe ich noch gar nicht. Ich habe viele Herausforderungen wirklich immer unterwegs erledigt. Und diese in der Stadt ist wirklich wohl noch nicht. Okay. Motorkern. 781. Das ist schön. Jetzt sind wir natürlich an unserem Ziel vorbeigefahren, aber das ist okay. Es regnet. Ich stelle mich hier... da ist nicht mal ein Carport. Egal. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal trocknen. Bis zur nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder. Mal gucken, vielleicht mit dem Motorrad? Ich meine, wieso nicht? Haben wir jetzt nicht umsonst gelevelt? Ja, wie cool er da drauf sitzt. Dann danke ich euch fürs Zusehen und hoffe, ihr fahrt vorsichtiger. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Loco.